ParkPop ist ein datengetriebenes Hochtechnologieunternehmen. Die Idee zu ParkPop ist vor ungefähr 5 Jahren geboren worden. Es war wirklich eine Anekdote, als ich mit kleinem Baby hinten im Auto nach 4 Stunden Autofahrt von Kroatien nach Wien gekommen bin am Sonntagabend und 40 Minuten Parkplatz gesucht habe. Das war für mich so ein bisschen der Zündfunke oder einmal des Ärgers zu viel zu sagen, es muss doch besser gehen. Es ist eine große Herausforderung für viele Städte, die haben ihren städtischen Raum nicht digitalisiert in der Form. Und es ist sehr, sehr kostspielig und mühsam, das zu tun. Mit Satellitenbildmaterial und in Zukunft hoffentlich auch dann mit Radar ist es möglich, ein Gesamtbild der Stadt abzubilden, ja, und dann mit Algorithmen die einzelnen Objekte und Attribute heraus zu extrahieren. Und das war auch die Grundbasis für die Zusammenarbeit mit der ESA, wo wir gesagt haben, wir möchten mal uns verschiedene Datenquellen anschauen, die existieren, von Seiten ESA, auch von privater Seite aus amerikanischen Quellen, vergleichen die, wie gut eignen sich die, ganz konkret für diesen Anwendungsfall, und bauen dann auch sozusagen eine Architektur und einen Prototypen, um das Ganze zu ermöglichen. Die Auswirkungen auf Ökologie und das Gesamtsystem sind tendenziell sehr, sehr groß. Ja, also wenn man denkt, dass 20-25% des innerstädtischen Verkehrs in Städten durch Parkplatzsuchenden Verkehr und durch das Nichtwissen, also Nichtverfügbarkeit von Informationen entsteht, ist es ein Riesenhebel, den ich natürlich damit bewegen kann. Und der ist in allen Städten weltweit gültig.